Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Wir sind wieder auf der Tempest und reden jetzt nochmal mit den ganzen Crewleuten. Wir haben ja zwei neue dazu bekommen und es ist ja auch ein bisschen was passiert. Und naja, mal schauen, was die da so zu sagen haben. Ich weiß leider nicht, wo alle sind. Ich kenne mich auf der Tempest noch nicht so aus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja, sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Unter dieser Uniform verbirgt sich also ein Herz so zart wie Rosenblüten. Darunter verbirgt sich vieles, mein Freund. Hat denn der große, böse Pathfinder auch eine Schwäche? Wenn, dann nur für jemand ganz Besonderen. Gut zu wissen. Wir alle suchen nach etwas Besonderem. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder, genauer gesagt, von meiner Mentorin Nysera fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Das klingt, als wäre ihr wichtiger gewesen, was gut für sie ist, als was sie wollten. Zurückgewiesen zu werden, war nicht gut für mich. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnenniveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich habe nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Er gab Ihnen einen Traum, auf den Sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nysera, Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Ich verstehe Sie. Wir hatten in letzter Zeit alle mit vielen Enttäuschungen zu kämpfen. Sie machen Ihre Aufgabe gut. Für jemanden ohne Ausbildung. Ihre Nummer zwei zu sein, ist gar nicht so schlimm. Und wenn diese Relikt-Technologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Wer weiß, kann ich mal mit dir reden? Ja. Dann tun wir das. Sie sind wieder zurück? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Nach der Lucinia? Wir überprüfen sämtliche eingehende Kommunikation. Bisher haben wir allerdings noch nichts Konkretes gefunden. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Dann gehe ich mal wieder, und zwar da lang. Ist hier nicht der Aufzug? Kann ich mit denen dann runterfahren und dann mit Petra sprechen? Oder einfach auch so? Ach, hier ist halt der Dude. Hi. Hey, Ryder. Was gibt's? Ach, nix. Es war schön mit... Wie jederzeit. So, das kann ich überspringen, weil wir gehen ja eh einfach nur wieder. Okay. Jo, was geht? Aber da will ich noch nicht... Was ist das denn? Ach, Aufzug.
Ach nee, hier war Vetra drin, ne? Genau, dann ist auf der anderen Seite war doch auch jemand. Oder? Ach, da war eigentlich Liam, der ist aber weg. Der ist keine Ahnung wo. Hier ist er, der Nomad, da steht er drinne. Ja, ja, so ist das. Müsste ich halt mal im Forschungsterminal nochmal gucken, ein paar Sachen für den machen. Terraforming, Atmosphärenwandler, Gravitationsschächte, alles vernichtende Mörderblasen. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was in Helios auf uns zukommen würde, was? Hätten wir das alles gewusst, wäre es ja kein Abenteuer. Es wäre einfach nur ein Umzug. Und wer mag schon Umzüge? Allein die ganze Packerei. Uah. Gutes Argument. Ich will einfach nur sagen, ich hoffe wirklich, Sie haben einen Plan, Ryder. Der Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen ein Zuhause finden und wir werden alles tun, was dafür notwendig ist. Ich mag Ihre Entschlossenheit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Ich meine, was bleibt uns auch anderes übrig? Die Alternative ist, es nicht mal wert, darüber nachzudenken. Wir flirten hier mit allem rum, ist scheißegal. Gibt es, abgesehen von Sid, noch jemanden in Ihrem Leben? Nein, es gibt nur Sid und mich. Es gab immer nur uns beide. Ich meinte, ob es vielleicht jemand Besonderen gibt. Jemand Besonderen? Oh, Sie meinen wie... Oh. Nein, gibt es nicht. Wer hat für sowas schon Zeit? Wie sieht's bei Ihnen aus? Ähnlich. Aber ich fürchte, wir werden nichts wirklich genießen, solange wir nicht jemanden haben, mit dem wir es teilen können. Ich hätte Sie nicht für einen Romantiker gehalten. Andererseits... Wer sonst kommt schon auf die Idee, alles Vertraute hinter sich zu lassen, nur um vielleicht etwas Neues zu finden? Oh, wie auch immer. Sie haben bestimmt viel zu tun. Ja? Gerne. So. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Wir flirten hier alles einfach ganz unverschämt an. Das ist ja scheißegal, kann man machen. So, dann gehen wir hier lang. Und jetzt bin ich hier. Okay. Irgendwo musst du ja auch die anderen finden. Habe ich das nicht schon gelesen? Ja, habe ich schon. Okay. Ach, hier war Lexi, genau. Crew Info Board. Hier geht's wieder raus. Da geht's auch noch. Hier ist. So, Moment. Das Spiel ist ja released. Wo ist mein Haustier? Oder muss man das erst noch einlösen? Wo ist der? Da. Sonderlieferungslager. Bam. Ja, gibt ein paar tolle Sachen, die man so hat, aber das ist ja egal. Das Wichtigste eigentlich. Oh, guck mal da. Das ist ja cool, so ein kleiner Mac. Das ist ja nice. Wo ist der? Ich will mein Haustier haben. Raketenmodell untersuchen. Okay. E-Mail. Habe ich eine E-Mail bekommen? Ach du, Pijack. Es war großartig, Ihnen zu begegnen. Sie sind ebenfalls am Abenteuerwissenschaft interessiert. Könnten uns vielleicht bei einem Experiment helfen. Wir haben hier einen interessanten Burschen auf dem Nexus. Einen jungen Pijack, zu den Menschen manchmal Weltraumaffen sagen. Er ist Teil einer Studie darüber, wie verschiedene Spezies sich an das Leben an Bord eines Schiffes anpassen. Wir hoffen, dass Sie ihn vielleicht auf die Tempest mitnehmen könnten. Sie können ihn jederzeit am öffentlichen Bereich der Nexus abholen kommen. Keine Sorge, er ist sehr friedlich und seine Routine ist simpel. Kein Essen nach 23:59, nicht baden oder duschen und nicht zu lange der Sonnenstrahlung aussetzen. Alles klar. Hallo Ryder, verzeihen Sie die Störung. Ich habe ein Problem, das Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Es könnte einem Forscher zur Geißel helfen. Aha. Gott. Aha. Alter Schwede. Mein Bruder Dash war mein bester Freund. Es schmerzt mich noch immer, dass er fort ist und wir nicht wie erhofft hier in Andromeda eine gemeinsame Zukunft aufbauen können. Aber zu wissen, dass unsere Familienanhänger vereint sind, tut meinem Herzen gut. Wenn meine Frau und ich uns hier niederlassen und eine Familie gründen, wird unser erstgeborenes Kind den Namen meines Bruders tragen. Und hoffentlich wird er oder sie mein neuer bester Freund werden. Meine aufrichtigen Wünsche begleiten sie und die Themen. Ich finde cool, dass die aus dem Pijack, das ja so ein Bonus für die Deluxe Edition ist, halt so eine Mini-Quest gemacht haben. Ist irgendwie witzig.
Ich kann dieses Relikt immer noch in meine Panzerung riechen. Ziemlich viel merkwürdiges Zeug da unten. Mein Jägerinnenhandbuch würde dazu sagen, die Kante des Rasiermessers zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten lehrt dich, was weggeschnitten werden kann. Wenn ich so zurückdenke, erinnert es mich ein wenig an die Tempel auf Tessia. Die gleichen großen Räume und fließendes Wasser. Der gleiche Eindruck eines übergeordneten Zwecks, den man nicht wirklich begreifen kann. Werden wir wohl je erfahren, was ihre Schöpfer dort getan haben? Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Tempest mit maximaler Effizienz läuft. Und da Sie jetzt das Kommando haben, dachte ich mir, ich verrate Ihnen ein paar geheime Hacks, die die Schiffskonstrukteure und ich im Code versteckt haben. Senden Sie einfach mit Ihrem Universalwerkzeug den Code JCSB, um das Debug-Menü zu öffnen. Kein Kaffeelimit lässt Sie den Kaffeeautomaten in der Küche beliebig oft benutzen. Wassertemp Override hebt die Warmwasserrationierung in der Dusche auf. Neue Waschreihenfolge setzt Ihre Kleidung im automatischen Waschzyklus an die erste Stelle. Viel Spaß damit und behalten Sie die Codes für sich. Vedra hat mir gesagt, dass was mit ihrem Vater passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie könnten ein wenig Aufmunterung brauchen oder wenigstens Ablenkung. Mir hilft das hier meistens. Drake hat 37 Bilder von verschiedenen Gewehren und Schrotflinten angehängt. Zwei kommen doppelt vor. Viele sind in schlechter Auflösung oder mit einem Wasserzeichen versehen. Yoga, what? Angesichts der Kreislaufbelastung bei Ihrem Sportprogramm empfehle ich Ihnen 5 bis 10 Minuten Dehnen täglich, um die Hüften zu öffnen und die Verspannungen im unteren Rückenbereich zu lösen. Die im Folgenden aufgeführten Positionen werden dafür bestens geeignet. Ich will nicht elitär klingen, aber obwohl die Menschen Yoga erfunden haben, wurde es doch erst von den Asari perfektioniert. Aha. Das ist mir jetzt besser, auch wenn die noch nicht geregelt sind. Vergessen Sie nicht, seine Arbeit. Ich glaube, das hatte ich schon. Okay, dann weiß ich ja, wann ich den Piljack bekomme, bald, weil ich gehe ja dann auch auf die nächste. So, wir gehen nochmal auf die Garderobe, gucken da nochmal. Jetzt haben wir nämlich hier den Hoodie, den wir jetzt hier tragen könnten, auf der Nexus. Ich bleib erstmal dabei. Obwohl er witzig ist, muss man schon sagen. Gibt's jetzt nicht das ist ja nur die Farbe der Rüstung, ne? Ich war der Meinung, es gab auch noch eine spezielle Rüstung jetzt, aber kann mich halt auch natürlich täuschen. Panzerung. Helm. Oh, ich hoffe immer so viel. Hä? Helm, ultra selten. Doch, das sind die. Aha. Nur Frage, warum gibt es keine Arme dazu? Die sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Irgendwie schon cool, finde ich. Achso, die kann ich hier nicht. Kann ich hier nicht anlegen? Ne, zerstören will ich die nicht. Na gut. Wie dem auch sei. Beständigkeit, da gehe ich jetzt bestimmt auch hin. Wo sind die denn alle jetzt hin? Das ist ja strange. Drag? Sam. Moment, was? Drake ist hier. Ach, hier war ich aber ganz schön. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Lushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner. Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Tan. Verdammte Politiker. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Es war bestimmt keine einfache Entscheidung, die Nexus zu verlassen. Doch, eigentlich schon. Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen. Oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten.
Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Ihr Volk steht an erster Stelle. Für mich hat die Sicherheit von Cash und der Kolonie oberste Priorität. Deshalb komme ich auch gerne mit und helfe dabei, diese Galaxie ein wenig einladender zu machen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Ja, dann läuft. Ryder, kennen Sie Spender? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Krogane verarscht und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Wie ist es so, Cash als Enkelin zu haben? Cash ist meine Rushan, Kind meines Blutes. Ich habe sie großgezogen. Und ich bin verflucht stolz auf sie. Sie hat sich gut entwickelt, selbst mit einem Großvater wie mir. Sie ist ehrlich. Und sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Tja, irgendwas muss sie ja von mir haben. Hat Lexi sie schon über Sam und seine Verbindung zu den Mitgliedern des Teams informiert? Ja. Wenn sie das Ding in meine Com-Einheit einklinken wollen, okay. Aber dann ist auch Schluss. Sich eine KI in den Kopf zu pflanzen und ihr einfach so Zugang zu allem zu gewähren, das schreit doch nach Ärger. Wieso sagen Sie das? Ich habe gesehen, was Bots anrichten können, wenn sie sich gegen ihre Schöpfer wenden. Ich war an einigen solcher Kämpfe beteiligt. Es hat schon einen Grund, warum diese Art der Forschung verboten wurde. Mit der Meinung sind Sie nicht allein. Ich wurde aus der Allianz entlassen, als bekannt wurde, woran mein Vater geforscht hat. Das wundert mich nicht. Ich schätze mal, damit war der Name Ryder ruiniert. Mehr oder weniger. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist nun mal, wie es ist. Passen Sie nur auf, dass sie sich nicht unabhängig macht. Falls das passiert, zahlen wir alle einen höllischen Preis. Ich wüsste gerne mehr über Sie. Na dann. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat Sie erst spät in das Projekt geholt, richtig? Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit Sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen, diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Ja, sie kann sich durchsetzen. Definitiv. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro. Und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Ist ein Ding. Erzählen Sie mir mehr über die kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort. Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Landwirtschaft? Kroganer bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrowurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Also, was Ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben Sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Seit Jahrhunderten. Scheiße, seit weit über 1000 Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch Können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitscheck am Arsch?
irgendwelche Tipps über die Cat oder den Kampf im Allgemeinen? Tja, mal sehen. Normale Cats sind ziemlich simpel gestrickt. Sie müssen nur hart genug zuschlagen, dann sterben sie wie alles andere auch. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Kirsche sind heimtückische kleine Bastarde. Sie lieben es, genau dann hinter einem aufzutauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Halten Sie einfach die Ohren offen, wenn Sie es mit Ihnen zu tun haben. Sie verraten sich häufig kurz vor dem Angriff durch ein Geräusch. Um sie zu erledigen, müssen Sie erstmal Ihre Kopfpanzer durchbrechen. Anschließend sollte Ihnen ein Kopfschuss den Rest geben. Wieso haben die Kroganer die Nexus verlassen? Die Nexus wollte, dass wir Kroganer der Meuterei ein Ende machen. Im Gegenzug sollten wir in Stationsangelegenheiten ein Mitspracherecht erhalten. Aber Spender, Edisons Assistent, hat hinsichtlich der Abmachung gelogen. Und Tan ist hart geblieben. Zu hart. Also sind wir gegangen. Und Cash ist jetzt allein auf dieser Station. Befürchten Sie, irgendjemand könnte Cash etwas antun wollen? Tja, ich befürchte eher, dass sie Spender aus einer Luftschleuse wirft. Oder er versucht, ihr in den Rücken zu stechen und sie ihn dann ins All pustet. Tan wollte mir nicht glauben, als ich ihm erzählt habe, dass Spender an der Meuterei beteiligt war. Ich hatte keine Beweise. Und welche Rolle spiele ich bei dieser ganzen Sache? Die Dinge müssen geklärt werden, damit mein Clan auf die Station zurückkehren kann. Ohne Spender, der für Unfrieden sorgt. Und so wie ich das sehe, sind Sie für diesen Job vermutlich am besten geeignet. Das kann sein. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja? Betrachten Sie jeden als Kleinen? Wenn man bedenkt, wie alt ich bin, ja, so ziemlich. Hätte man sich auch denken können. Gut. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich zurück zur Nexus komme, weil es gibt hier noch sehr viel zu besprechen. Mitra, der Lutscher ist da. Aber ich will nochmal mit allen hier auf dem Schiff sprechen. Er hat mir nichts zu sagen. Lexi habe ich schon. Cora habe ich, PB, Callow und Suvi. Mit 4 Leuten muss ich noch sprechen. Wahrscheinlich wird das die ganze nächste Folge einfach verschlingen. Dann gehen wir nochmal zur Nexus. Und ich vermute einfach, dass auch das, der Aufenthalt auf der Nexus sich über ein paar Folgen ziehen wird. Weil da haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen zu erledigen, weil da sollten wir auch noch ein paar Dinge tun. Was? Wie viel, ey? Ja. Die Leichen finden. Die sagen zwar immer, da liegen Leichen, aber ich sehe da gar keine Leichen. Das ist dann natürlich doof. Eos, Nexus. Wir haben auf der Nexus ein paar Sachen, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Naja, nun gut. Warte mal kurz hier. Zack, was noch auf der Tempest? Affenwelt, ach so, stimmt. Das ist voll dumm verschachtelt, dieses das ist total bescheuert gemacht irgendwie. Du musst halt wirklich suchen erstmal, wo deine Quests sind und so. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Da hätten sie es wirklich wie im Vorgänger nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Weil für mich ist zum Beispiel das hier auf der Nexus und nicht hier. Aber gut, macht ja nichts. Oder das ist immer da, wo du es her hast. Kann auch sein, keine Ahnung. So. Ich bin jetzt aber am Ende der Folge angelangt. In der nächsten Folge werden wir nochmal mit allen reden. Dann gehen wir zur Nexus. Ich vermute, da werden auch nochmal ein paar Folgen auf uns zukommen. Und dann geht es nach Eos zurück, weil ich will wissen, wie ich an die überall hinkommen kann. Weil ich kann nicht überall hin. Oder ich versuche einfach mal da ganz schnell hinzufahren, so schnell wie es geht. Und hoffe, dass das funktioniert. Und dass man überlebt. Weil da, wo der Experte ist, muss man ja leben können. Also, ne? Irgendwie. Ist ganz komisch. Oder ich muss echt ganz schnell irgendwo hinfahren, wo man, keine Ahnung, so eine Kapsel hinorben kann. Ich weiß es nicht. Naja, ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.